So, auf geht's zur, nicht zur Tankstelle. Wir fahren jetzt zum Portal öffnen. Ja. Weil dann können wir nämlich zumindest an die Strecke hoffentlich einfacher hin und her fahren. Hätte ich das gewusst, ich hätte einfach nur der Straße folgen müssen und nicht in ins Wasser fahren. Ja. Aber guck an, da hinten ist nochmal ein großes Stück Eis zwischen mir und dem Hänger. Ja, dann mach ein bisschen Sahne drauf, ein paar Schokostreusel. Und lass krachen. Krachen, das ist genau das, was da passieren wird. Und so wie das Ding aussieht, habe ich so eine große Befürchtung, dass ich den falschen LKW habe. Weil es klein ist? Ja. Aber du hast mir doch vorhin selber gesagt, das sind Dingsanhänger, oder? Es sind Ölanhänger, ja. Keine Ahnung. Kraftstoffanhänger. Naja, du kannst auch erstmal am Seil mitziehen, oder? Ja, wenn ich das Seil nicht selber brauche. So, stimmen Sie jetzt ab, wird Satishu das Seil brauchen? Und wenn ja, wofür? Ja oder ja? Rufen Sie an auf der 0900 es geht schief. Okay, der Anfang war suboptimal, aber danach geht's wenigstens scheiße weiter. Ja, wir stehen dicht am Abgrund, aber morgen sind wir einen ganzen Schritt weiter. Davon ist auszugehen. Weil da seid ihr ja zu viert. Ja. Nee, war aber wirklich gestern komisch, dass weder bei dir noch bei mir im Discord dein Bot dich gemeldet hat. Ja. Ich habe nämlich dann schon gelacht und habe gesagt, Mensch, eine halbe Stunde nach Streamstart und der Kerl ist noch nicht online. Was ist denn heute los? Das und dann ist, später habe ich gesehen, dass du tatsächlich irgendwo in der Liste online warst. Ja. Manchmal passiert das halt. So, wenn ich jetzt näher auf diesem Eishügel da fahre, sollten doch wenigstens die Hälfte meiner Reifen, derer 5, Grip haben. So, und an den King hier eine kleine Rechenaufgabe. Wenn die Hälfte seiner Reifen 5 sind, wie viele Haare hat er auf dem Kopf? Entschuldigung, der hat einfach lang gedauert. Ja, ich wollte es ihm nicht zu einfach machen, weißt du? Also, er soll sich schon ein bisschen anstrengen. Er muss ja langsam wieder dienstfähig werden. Ich habe jetzt auch das Vergnügen, in meiner Corona-App einen roten Button zu haben. Achtung, Sie sind gefährdet gewesen. Mhm. Weil mein Kumpel ist Polizist am Flughafen. Mhm. Und der hat vergessen, seine App vorher auszuschalten, bevor wir uns getroffen haben. Im Freien, mit 1,5 Meter Abstand und Maske auf. Naja. Und die App hat mich auch schon heute, das war am Samstag, sie hat mich auch schon heute früh informiert. Ich sag's mal so, am 30.02. ist ja alles vorbei. Offiziell. Ja. Ich hoffe, am 20. stimmt. Ich hoffe auch, dass irgendjemand, dass jemand dem Virus Bescheid gibt, damit der dann auch aufhört. Oder das oder was auch immer. Den. Oder der Virus. Der Virus. Da muss man sich um diese ganzen Sachen keinen Kopf machen. Oder wie man so schön in Berlin sagen würde, Ditte. Mhm. Auch nach Berlin geht's bald. Gut, habe ich jetzt den Hangar erreicht und überlege, ob es sinnvoll ist, hier weiterzufahren oder ob ich lieber woanders rumkurve. Wobei eigentlich abgesehen von diesem Stückchen Eis ist es ja schon recht gut. Ich meine, das Gute ist. Wenn Corona wirklich ein bisschen gelügt hat, geht's nach Irland. Juhu!
Das Gute ist, dieser Hänger liegt nur auf dem Kopf. Yay! Ich tue mal was ganz Wildes. Ich fahre da mal durch. Ja, dieser Hänger kann nicht angekoppelt werden. Das war ja klar. Ja, dann kannst du ja direkt Metall von der anderen Seite mitbringen. Ha. Oder so. Ich guck jetzt mal, wo ich jetzt überhaupt hier bin. Du müsstest unten rauskommen. Unten rechts tatsächlich, ja. Ja. Das ist aber auch nicht so die sinnvollste Stelle, oder? Naja, es ist relativ einfach zu erreichen von der Werkstatt. Einfacher als einmal die komplett obere Karte durchzuziehen. Ja, stimmt. Hier die Wasserroute hier unten lang ist besser, ja. Ja. Was brauchst du jetzt? Den Rollen? Nee, oder Stahlträger? Stahlträger, glaube ich. Stahlträger und Betonplatten. Stahlträger liegt hier nur einer. Nee, Betonblöcke. Brauche ich aber dann am unteren Portal. Oder du kannst nochmal einen Sprit mitbringen. Hier würde ich Zement kriegen. Bring mit, können wir garantiert auch gebrauchen. Na, für die Betonblöcke, oder? Ja. Dann würde ich den jetzt vollkrachen mit Zement. Ja, das klingt doch gut. Ich fürchte, mein Fahrzeug hat gleich keinen Sprit mehr. Schauen wir mal, dass wir noch so weit wie möglich aus diesem Schneechaos hier rauskommen. Snowrunner, na ihr? Na, Drahid? Alles gut bei dir? Drahid! König des Flausches, einen wunderschönen guten Abend. König des Flausches, allerflauschigstekeit und flauschigster genau. Von allen. Großer Flauschologe. Der siebten Flauschloge oder so. Ab in den Matsch. Durch den Matsch und in Matsch geblieben. Da wäre wieder der alte Spruch der Panzergrenadiere dran, drauf, drüber. Naja, drüber war das jetzt nicht, drauf war es auch nicht. Es war eher so drin. Das ist der Spruch der Zuhälter, was? Mittendrin stand nur dabei. Liebe Kinder, wenn ihr jetzt wissen wollt, was das ist, fragt Mutti und sagt, der Satishu war's. Oder warte, spul nochmal zurück. Piep! Danke, danke, verbeugt. Ja, langer Tag, stressig. Naja, satt, Sprit. Ja, ich weiß, dieser Hänger, den ich da hinten dran habe, der ist dafür da, um die Tankstelle zu reaktivieren. Aber er braucht noch einen zweiten Hänger und das ist das Problem mit seiner Rechnung. Ja, ich weiß, aber dann ist schon mal... Okay, Hänger hat Spaß, Hänger springt durch die Gegend. Aber es ist schon mal einer. Einer muss ja Spaß haben hier. Ja. Doink. Doink, 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 doink. Doink, doink. Ah, dann werde ich jetzt gleich mit dem Scout vorbeikommen und das andere Ding rausziehen. Ja, musst du aber mit dem Scout machen, wo du was anhängen kannst, ne? Ja, ich weiß, der Tartarin ist dafür nicht geeignet. Aber hey, ich habe ja noch ein paar Scouts. Hoffe ich. Was hast du nicht mindestens 250 mal zu viel? White Western, garantiert, White Western. Ach, warte mal, da komme ich ja gar nicht so rüber, wie ich mir das dachte, wenn ich das gerade so sehe. Kannst du mal kurz in meinen Stream illern?
Moment. Ja. Wie komme ich da zu der roten Halle? Schau mal auf die Karte, bitte. Ja. Ich würde tatsächlich sagen, du musst da wahrscheinlich irgendwo durch den Fluss. Hier scharf rechts, wa? Entweder das oder du musst halt da drüben irgendwo durch den Fluss nochmal. Eins von hier beiden. Runter. Ja, das wäre eine Möglichkeit oder ja. Anders wüsste ich es jetzt gerade nicht. Warte. Oh, Freude! Freude! Was? Das Gute ist, ich habe noch diesen blöden Anhänger hier hinten dran. Den lasse ich jetzt aber erstmal hier an der Kreuzung stehen, weil ich habe gleich keinen Sprit mehr. Ich fahre noch einen Meter. Ja, ich versuche auch noch so weit wie möglich bis zur Tankstelle zu kommen. Dann würde ich jetzt lieber erstmal den Weg erst scouten. Ja, und dann kannst neu herfahren. Wollte gerade sagen, da drüben bist du ja relativ nah dran, da kannst du dich zurücksetzen, wirst nachgetankt und kommst dann mit einem Dreiviertel Tank an. Briefkasten und Zaun umgehupt. Ja. Spielziel erreicht. Wir können dann aufhören. Aber der Herr, den ich habe, jetzt freut er sich nicht mehr, er kommt nach Hause. Die große Reise ist vorbei. Oh, jetzt versucht er wieder zu überholen. Bergauf. Also tatsächlich bin ich hier unten am Wasser lang. Und ja, okay. Hier steht eine Hilfsbirke. Ja, gut, dass es in diesem Spiel tatsächlich Hilfsbirken sind und keine Hilfsbrücken. Ja, Brücken kann ja jeder. Zack, oben. So, mal sehen, ob ich den Hänger so tatsächlich schon direkt abgeben kann. Das wäre nämlich super. Die Frage ist, nehme ich jetzt wirklich Güter mit oder fahre ich einfach weiter? Nein, ich muss ihn anhängen irgendwo. Dann ziehen wir jetzt noch mal kurz aus dem Dings hier raus. Ne, ich fahre jetzt lieber scouten und lass die Ware hier liegen. Ja, klar. Es macht schon Sinn, weil da... 67 Liter Sprit fahre ich jetzt nicht erst noch. Würde ich auch nicht machen. Nein. M, G, nicht G und dann M. Ab in die Werkstatt. Drahit, wenn ich als Birkenallergiker mich über eine Hilfsbirke freue, sagt es eigentlich alles, ne? Ja. So, der ist zu groß, der ist zu groß, der ist zu groß. Zu weit gescrollt. Der könnte... Ist der Warthog ein Scout? Oder? Nee. Ich meine der Kleine, der Midi. Der, da steht aber oben drüber Offroad. Ah, okay. Ja, stimmt. Macht Sinn. Das ist ein Scout, der ist aber kacke. Das ist kein Scout. Der ist ein Heavy Duty. Nein, nein, nein. Das heißt Duty. Du bist ein Scout. Komm zu SnowRunner und werd auch du ein Scout. SnowRunner 64. D. 0900 SnowRunner. So, wir haben ja den verlängerte Gewinde dran. Das finde ich super. Irgendeine Telefonhotline verdient die nächsten Wochen unheimlich viel Geld. Na dann. Getriebe SnowRunner, was auch immer das kann. Ein Freeway. Optimierte Getriebe bietet viele funktionale Verbesserungen, darunter eine höhere Gangzahl und Höchstgeschwindigkeit. Ah, ja, genau. Nein, die Feinabstimmung hätte ich gerne. Erkunde Wisconsin in Nordamerika, um diesen Gegenstand zu finden. Bäh, 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 bäh. Das Getriebe wurde auf Kosten der Gangzahl, Höchstgeschwindigkeit und Kraftstoffeffizienz für den Einsatz von unwegsamen Gelängen optimiert. Ah, ist okay. Kriegen wir hin.
Ja, dann ist da nichts für hier, weil hier ist ja alles wegsam. Ja. Leider kann ich den Azov 160er Motor nicht einbauen. In diesen Scout. Weil? Weil der Azov Motor einfach nicht reinpasst. Nein, ich habe ihn nicht. Okay, das DLC-gefärbte Ding sieht interessant aus, ist aber mäßig. Oh, hier oben ist ein Holzhof. Nehmen wir diese Farbe. Ach, die hat man, glaube ich, schon. Egal. Brauchst du mal ein Brett? Komm hierher, hier ist es nett. Endlich wieder reimen. Snowrun hat mehr Gänge, weniger Highspeed. Also, wie man Spielstil. Reimen ist für Keimen. Oder so. Hier geradeaus geht ein Weg lang. Was soll schon schief gehen, hat er gesagt. Und der Fluss sagte, yo. Genau. Hast du... Ja, du hast eine Dings hinten dran. Sehr gut. Achtung. U-Boot Azov 6473 in Tauch... Nee, man kommt halbwegs überhaupt gar nicht. Ich habe ein bisschen Wasser auf der Ladefläche. Nur ein bisschen. Das ist jetzt auch nicht viel. Ich komme hier unter Umständen möglicherweise tatsächlich durch. Wow. Und Drahit fragt, was hat Matthias damit zu tun? Die Frage ging an dich. Ich weiß noch nicht, warum. Ich weiß es auch nicht. Drahit, ich bin eindeutig blond. Komm mir nicht mit subtilen Sachen. Subtil, das war doch dieses komische Ding, wenn man Aboga spielt, oder? Ja, das ist ein Waschpulver. Ah. Subtil waschen sie auch ihre Schlüpfer weiß. Die sind doch aber rot. Dann nicht mehr. Ich will nicht wissen, was du tust, dass deine Schlüpfer rot werden. Rote kaufen? Das klingt schon logisch, aber das will ich gar nicht wissen. Matthias, Reim? Ah. Achso. Ich sag ja, das war mir zu subtil. Ja, ich hab's auch nicht verstanden. Das war... Wenn wir uns daraus einen Reim gemacht haben, dann können wir dir auf diese Frage antworten. Das kann also nur noch 2 bis 3 Wochen dauern. Oh, warte mal, hier ein Doppelbriefkasten. Ja, weggehoben, noch einer. Und komm, der vierte. Wuhu. Na toll, und meine Aufgabe lautet Post ausbringen. Jetzt weiß ich gar nicht mehr wohin. Ja. Ich hätte gerne aktive Scheinwerfer, Scheibenwischer. Da ist Dreck auf meiner Dings. So zerbröselt der Keks nun mal. Also man kann hier hinten tatsächlich gut langfahren. Das ist gut. Dann kannst du alles da rausholen und dann... tatsächlich, ja.